Hallo, hier ist wieder Nadine von Hängebauchmaus, Bastel mit Papier. So, heute gibt es ein ganz kurzes Video von mir. Und zwar möchte ich euch einen Tipp geben, wenn ihr solche Gummistempelsets kauft und ihr wollt die Aufkleber da drauf montieren. Ich habe das mal gesehen in einem anderen YouTube-Video, aber ich habe mir wirklich nicht gemerkt, von wem das ist. Also die Idee ist nicht von mir, aber ich habe sie übernommen. Ich hatte immer das Problem, dass ich dann manchmal diese ganzen Aufkleber hinten schief drauf hatte. Und das ärgert mich. Dann versucht man das wieder abzufummeln. Gerade bei Schrift finde ich das wichtig, dass das richtig sitzt. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ihr das machen könnt. Und zwar suche ich mir jetzt, also ich nehme mir jetzt zum Beispiel mal diese Kugel hier. So, und die haben ja hinten immer diese Schutzfolie. Und jetzt lege ich mir die hier unten hin. Dann suche ich mir bei den Aufklebern das entsprechende, also das hier. Und dann ziehe ich das nicht in der Mitte abziehen, sondern so an der Seite, dass man den ganzen Aufkleber mitnimmt. Und den. Ich habe mir jetzt mal einen großen Stempelblock genommen, weil ich habe jetzt schon 5 Stempelsets auch teilweise mit größeren Motiven gemacht. Dann bringe ich mir das hier auf diesen Stempelblock auf. So, und jetzt, ja, muss man ein bisschen fummeln, dass man hier in der Mitte, also das kriegt man meistens in der Mitte ab, diese Schutzfolien abzieht. So, und was ich jetzt mache, ich drehe mir das um. Und dann positioniere ich mir das dadurch, dass ich da jetzt durchgucken kann, so ganz langsam, dass ich direkt über diesem Stempel bin. Das ist natürlich blöd mit der Kamera. Normalerweise hätte ich meine Rübe drüber. Aber ich versuche es jetzt mal. Und dann drücke ich das da drauf. So. Und hier jetzt kann ich den Stempel hier ablösen. Und dann sitzt das perfekt. So, das können wir gleich nochmal ausprobieren mit Schrift. Also ich hatte vorhin auch einen Stempel. Der sieht so aus. Und von der Form her muss man ja sagen, sieht man jetzt vielleicht nicht unbedingt von hinten, wo oben und unten ist. Also da lieber nochmal schauen, dass ihr das auch wirklich richtig rum aufbringt. Also jetzt hier könnte man es vielleicht ein bisschen ahnen mit der Kante, ne? Aber ansonsten nicht, dass man es falsch rum aufbringt. So, das machen wir nochmal, damit ihr seht, dass das kein einmaliger Effekt war. Wir nehmen uns jetzt mal hier so einen Schriftstempel. So. Ich ziehe wieder diese Folie ab. Entschuldigung, bin an die Kamera gekommen. Die ist heute etwas weiter unten als sonst, damit ihr das auch echt gut seht. So. Und dann mal den Müll wegschmeißen. Jetzt habe ich ja hier nur noch einen Schriftstempel. Das heißt, ich nehme mir wieder den kompletten Aufkleber mit. Dann mache ich mir den hier auf den Acrylblock. Dann muss ich mir erst wieder die Folien hier abfummeln. Spitze Fingernägel helfen dabei ungemein. So, einmal umdrehen. So, also bei dem Stempel ist, blendet meine Lampe, ich muss mal hier rüber. Bei dem Stempel ist es jetzt durch die Form sehr einfach zu erkennen, wo oben und wo unten ist. Und jetzt gehen wir da ganz langsam und gucken, dass wir überall richtig den Rand erwischen. Und dann pressen wir das drauf. So, wir ziehen ab und kontrollieren. Ist wunderbar geworden, ne? Also, wenn ich daran denke, wie oft ich also wirklich mir die Haare gerauft habe beim Stempel montieren, weil dieser blöde Aufkleber wieder falsch rum saß. Ich habe das nämlich vorher so gemacht. Ich nehme an, das machen die meisten von euch so. Ich habe mir das hier auf diese Folie abgezogen, habe mir dann hier die Schutzschicht entfernt und habe dann versucht, das hier irgendwie genau so zu positionieren. Und wenn man dann eine Ecke nicht richtig getroffen hat und das dann irgendwo drüber hängt, dann habe ich mich geärgert. So, das war es eigentlich schon. Probiert es doch mal aus. Und dann hoffe ich, dass das in Zukunft bei euch dann auch ein bisschen problemloser klappt mit Stempel montieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.